the thing you ever make me feel weak, girl. Free, cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it on me. Mich macht traurig, dass wir im Prinzip vor dem Spiel gewusst haben, was auf uns zukommt, nämlich dass wir glauben, bei diesem Schiedsrichtergespann schon das Spiel schon vorher nicht gewinnen zu können. Deshalb haben wir im Vorwege dieses Schiedsrichtergespann abgelehnt, offiziell. Ja, wir mussten das jetzt so hinnehmen. Aber warum wir es abgelehnt haben, haben dann heute ganz viele Zuschauer hier gesehen. Und das macht mich eigentlich traurig. Die Zuschauer haben hier Eintritt bezahlt. Gutes Wetter, tolle Atmosphäre. Und dann wird dem Sportsmann hier sowas und den Zuschauern sowas geraubt durch so eine unfassbare Schiedsrichterleistung. Einfach schade. Ich glaube, wir sind richtig gut reingekommen. Das Standqualitäten nach vorne haben wir gesehen. Weidner musste einmal retten, wie gesagt. Und dann zu dem Zeitpunkt, denke ich mal, glücklich. Wir müssen das vorher besser verteidigen. Der Schuss war abgefälscht. Gut, und dann haben wir versucht, unseren Rhythmus zu finden. In der Überzahl, beziehungsweise nachher, haben wir das dann geduldig gespielt, denke ich mal. Und dass eine gewisse Anspannung und Druck da ist, das konnte man auch in diesen Phasen sehen, dass der ein oder andere Ball nicht genau gekommen ist. Und wie gesagt, ich habe mir gewünscht, dass wir nicht so viele, dass wir keinen Konter zulassen im Überzahlspiel. Das haben wir geschafft. Habe ich vor dem Spiel gesagt, eine Standardsituation entscheidend sein kann. Das haben wir heute gezeigt, da haben wir Qualität. Bisschen mau, ne? Aber letztendlich dann, denke ich mal, auch in der Höhe ein bisschen zu hoch. Sehr zufrieden. Ich hoffe, dass ich am Mittwoch anfange.